Hallo, heute eine Legung mit diesen wundervollen Tarotkarten von aus der Hause Jamakowa. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Da lege ich die Karten heute mit. Es wendet sich das Blatt. Dazu habe ich ein Buch mitgebracht von Goethe Wolfgang, Johann Wolfgang von Goethe, Worte der Liebe. Und habe für dich ein Gedicht zum Einstieg ausgewählt. Neue Liebe, neues Leben. Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben. Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, worum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und dein Ruh. Ach, wie kommst du nur dazu? Fesselt dich die Jugendblüte, diese liebliche Gestalt, dieses Blick voll Treue und Güte mit unendlicher Gewalt. Will ich rasch mit ihr entziehen, mich ermannen, ihr entfliehen? Führet mich im Augenblick, ach, mein Weg zu ihr zurück. Und an diesen Zauberfädchen, das sich nicht zerreißen lässt, hält das liebe, lose Mädchen mich so wider Willen fest. Muss in ihre Zauberkreise leben nun auf ihre Weise. Die Veränderung, ach wie große, Liebe, Liebe, lass mich los. Aus diesem wundervollen Buch von Johann Wolfgang Goethe, Worte der Liebe. Und ja, also Verlag steht jetzt hier in dem Buch. Anaconda heißt das, ja, also der Verlag. So, stimme dich ein auf dein Seelenmensch, ja. So, es geht wirklich um Willkommen sein. Es wendet sich das Blatt. Du bist willkommen in sein Leben. Schau mal. So, wir schauen, was die umliegenden Karten für dich sagen. So, und ja. Also es wendet sich das Blatt innerhalb 4 Tage. Sehe ich das jetzt hier schon, dass es Richtung Erfolg geht, dass es Richtung Glück und Feier geht. Also es kann sein, dass sich irgendwas entwickelt her oder ergibt, wo sich diese große Wende auch wirklich manifestiert. Denn, also du bist hier die Hohepriesterin, du hast dir das vielleicht auch selber erschaffen, du hast diese geistige Unterstützung und du bist generell medial, du hast ein Einfühlungsvermögen, du bist auch mit ihm, also seelenverwandt. Also die Hohepriesterin hat wirklich eine hohe Schwingung und das spürt er. Und also du hast in ihm wirklich diese Leidenschaft erweckt und er kommt mehr in seine Ungeduld hinein, also er kommt in seine Leidenschaft, also es entwickelt sich etwas auch in ihm, denn er spürt auch, wie du dich auch entfalten hast, wie du dich auch entwickelt hast. Und er hatte also wirklich lang, lang genug auch wirklich Geduld gehabt. Also er hat es lang genug aufgeschoben und er war auch lang genug, also wirklich begrenzt. Also selber hatte sich lang genug begrenzt und er war lang genug in diesem Mangel. Der hatte auch Angst, wirklich um getäuscht zu werden, verraten zu werden. Also der schaut hier, also mit den 5 Kelche schaut er komplett in den Mangel hinein. Und ja, also er hat jetzt lang genug abgewogen mit den 2 Münzen. Also natürlich geht es immer mal bergauf, mal bergrunter. Und also es ist halt auch immer schwer im Leben die Balance zu halten. Und er möchte jetzt endlich in Balance zu kommen. Er möchte nicht mehr halt immer alles abwägen. Er möchte einfach, dass also diese Schwierigkeiten, was er in seinem Leben hatte, diese Schwere möchte er so endlich loslassen. Diese Liebeskummer, wo er wirklich dieses Gefühl hatte, ja, dass er auch wirklich so Herzschmerzen hat, Kummer hat. Also natürlich hat es auch bei ihm was bewirkt.
diese ganze Situation, dass es auch nicht weiterging mit euch, ja. Und innerhalb 4 Tage wird ja eine Wende sein, aber also der richtige Sieg wird das innerhalb einer Woche sein. Also wenn du diese Karte schaust, also bis eine Woche kann sich jetzt etwas verändern, dass es auch nach diesem Kampf, also wirklich eine positive Entwicklung dann also wirklich stattfindet. Und also er hat auch jetzt so eine Zielstrebigkeit und Leidenschaft in sich selber. Und vielleicht hat das auch wirklich die Energie des Sternzeichen Löwen auch bewirkt bei ihm, dass er also mehr halt in seine Zielstrebigkeit, in Leidenschaft kommt. Also du kennst den Löwen, wir sind jetzt in dem Löwenzyklus, im Löwenmonat schon drin. Und also der ist jemand auch wirklich, der zuverlässig ist und der auch bodenständig ist und der hat lang genug hier Widerstand geleistet, also lang genug hat sich dagegen gewehrt. Und also der jetzt wirklich in diese Narrenergie gekommen. Das ist dann immer dieses, ja, einfach spontan sein. Denn der hat lang genug jetzt schon diese stagnierende Energie auch gelebt und zugelassen. Und was ich jetzt hier sehe, der hat auch lang genug, also diese Verluste, also in sich selber gespürt, diese Mangelenergie in sich selber gespürt. Und ja, der hat auch lang genug gelitten. Der hat auch teilweise hier so Kämpfe mit sich selber ausgefechtet. Also es kann auch sein, dass da auch finanzielle Themen waren. Es ging vielleicht auch um Überleben bei ihm. Wie kann der damit umgehen und, und. Und es geht wirklich darum, also dass hier die Engel ihm auch unterstützen, dass er hier in sein Vertrauen, in sein Optimismus kommt. Also dass der eine einfache Lösung für sein Problem findet. Ja, und die Engel unterstützen ihn dabei, wie er auch auf dich zukommen kann. Wir ziehen natürlich eine Karte aus diesem Liebesorakel, Amors Botschaften von Toni Carmine Salerno aus dem Silberschnur Verlag. Ja, so, und wir schauen jetzt einfach, wie wendet sich das Blatt jetzt. Ja, es gibt Wunder, denn, schau mal, in deine Beziehung Beziehung steht eine Veränderung an. Das ist doch jetzt schon wie eine Wunder und auf jeden Fall ist die göttliche Fügung da. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und innerhalb 4 Tage wirst du willkommen sein. Also der wird sein Herz öffnen und will der dich empfangen. Ich hoffe, das hat auf dich gepasst. Wenn nicht, du kannst gerne eine persönliche Beratung bei mir buchen. Ich danke dir für deine Zeit und sag bis ganz bald.